Grüß Gott, liebe Zuschauer von KTV. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin und möchte mit Ihnen heute mich unterhalten über das Thema das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau. Ich bin der Meinung, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil in unserer Zeit sich so viele Menschen schwer miteinander tun, so viele Scheidungen laufen und so viele Familien sich auflösen. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Wesen der Frau und was ist das Wesen des Mannes? Wie muss ich mit einer Frau umgehen, dass sie glücklich wird? Und wie muss ich mit einem Mann umgehen, dass auch er glücklich wird? Also ein wichtiges Thema. Johannes Paul II. Hat mal gesagt, Mensch, erkenne dich selbst und du wirst zur Wahrheit finden. Also wir wollen uns jetzt mal darüber unterhalten, wer sind wir eigentlich? Was ist das Wesen des Mannes und was ist das Wesen der Frau? Amerikanische Psychologen haben sich darüber Gedanken gemacht und viele Bücher geschrieben. Ich will Ihnen die Essenz dieser wissenschaftlichen Untersuchungen mal mitteilen. Als erstes haben die Wissenschaftler sich gefragt, wie erkennt ein Mann und wie erkennt eine Frau? Da haben sie also geforscht, festgestellt, der Mann erkennt logisch. 1 und 1 ist 2, versteht jeder Mann. Dann haben sie die Frauen untersucht. Wie erkennen denn Frauen? Da haben sie festgestellt, Frauen erkennen auch logisch. 1 und 1 ist 2, das versteht auch eine Frau. Aber zusätzlich zu dieser logischen Erkenntnisfähigkeit haben die Frauen eine intuitive Erkenntnisfähigkeit. Frauen können also etwas fühlen, sie können etwas erahnen, was um sie hervorgeht, und das ist uns Männern in der Regel verborgen. Natürlich gibt es auch intuitive Erkenntnisfähigkeit des Mannes, aber ich rede jetzt von Grundsätzen, und jeder Grundsatz hat eine Ausnahme. Ich rede von Tendenzen. Also die Männer haben in der Tendenz keine oder nur eine unterentwickelte intuitive Erkenntnisfähigkeit, und Frauen haben eine ausgeprägte, in der Regel eine ausgeprägte intuitive Erkenntnisfähigkeit. Das heißt, die Erkenntnisfähigkeit der Frau ist doppelt so hoch wie die Erkenntnisfähigkeit des Mannes. Das ist also die erste bedeutende Forschungsergebnis dieser Wissenschaftler. Dann haben sie sich gefragt, wie denken denn Frauen und wie denken Männer? Also wenn ich jetzt mal mit dem Mann anfange, haben sie festgestellt, Männer denken zielorientiert und monokausal. Und Frauen, haben sie festgestellt, Frauen denken vorgangsorientiert und multikausal. Was heißt denn das jetzt? Also, sie haben festgestellt, Männer können sich nur auf ein Thema konzentrieren. Aber das sehr intensiv. Sie können nicht 3 Themen gleichzeitig geistig erfassen. Eine Frau kann das. Das nennt man monokausales oder multikausales Denkvermögen. Also, es gibt diese berühmten Beispiele, der Mann geht auf die Jagd und will ein Reh erlegen. Und jetzt konzentriert er sich mit seiner ganzen geistigen Fähigkeit auf diesen einen Vorgang. Vergisst alles andere und sagt, ich muss meine Familie ernähren und muss also diesen Bock erlegen. Eine Frau ist oft im Haushalt eingespannt. Was passiert denn im Haushalt? Also, da kocht die Suppe auf dem Herd,
Das Feuer darf nicht ausgehen, die Oma darf nicht ins Wasser fallen, die Kinder dürfen sich nicht anbrennen und so weiter und so fort. Also eine Frau ist schon von ihrer Aufgabenstellung her, wenn sie eine Hausfrau ist, und das ist nicht der schlechteste Beruf, gezwungen, multikausal zu denken. Und das kann eine Frau. Eine Frau kann 5 verschiedene Problemkreise gleichzeitig im Blickfeld haben. Es gibt da ein berühmtes Buch, das heißt Minimum, das hat der Frank Schirmacher geschrieben, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Da bringt er ein Beispiel. Eine Familie mit 4 Kindern macht Urlaub im Hotel. Plötzlich nachts fängt es an zu brennen. Vater und Mutter wachen auf, Rauch überall, Feuer. Daraufhin, was denkt der Mann? Der Mann denkt, wo ist der Fluchtweg? Wie komme ich hier raus? Zielorientiert, lösungsorientiert, monokausal. Was denkt die Frau? Wo sind meine 4 Kinder? Wo sind meine 4 Kinder? 4 Kinder. Also, der Mann denkt an die Lösung des Problems. Wo geht's hier raus? Wo ist der Fluchtweg? Die Frau denkt an die 4 unterschiedlichen Kinder, die an 4 verschiedenen Plätzen schlafen. Und indem die Frau die multikausale Problematik ins Visier nimmt und der Mann die Lösung des Problems ins Visier nimmt und die beiden sich dann kurz austauschen und sagen, wo geht's hier raus? Dort. Wo sind die 4 Kinder? Dort, dort, dort und dort. Kommen sie zusammen und schaffen gemeinsam die Lösung des Problems aus dieser katastrophalen Situation. Verstehen Sie? Und das ist jetzt nicht etwas, was man antrainieren kann, sondern das ist eine von der Natur, wir können auch sagen von unserem Schöpfer, in das Wesen des Mannes und in das Wesen der Frau eine hineingelegte Wesenseigenschaft. Deswegen sind wir nicht alle gleich. Das ist ein Riesenschmarrn, sondern wir sind unterschiedlich von unserer Natur und müssen das beachten. Und jetzt will ich Ihnen mal auch noch ein wichtiges Phänomen erklären, welche unterschiedlichen Eigenschaften wir im Geistigen haben und wie notwendig diese geistigen Eigenschaften sind, damit Familie gelingen kann. Also Sie verstehen schon, im Natürlichen ist Mann und Frau total unterschiedlich. Ein Mann kann alleine keine Kinder auf die Welt bringen, eine Frau alleine auch nicht. Also im Physischen, zur Weitergabe des Lebens, ist es erforderlich, dass Mann und Frau zusammenwirken. Keiner allein kommt weiter. Aber zusammen, wenn sie zusammenwirken, wenn sie ihre unterschiedlichen Eigenschaften zusammenbringen, dann entsteht neues Leben. Und genauso wie das im physischen Leben der Fall ist, genauso ist es im geistigen auch. Also Mann und Frau haben unterschiedliche Wesenseigenschaften, die in der Zusammenwirkung eine Superfamilie geben. Ich habe jetzt also schon 2 Beispiele genannt. Das monokausale Denken des Mannes, das multikausale Denken der Frau und das zielorientierte Denken des Mannes und das vorgangsorientierte Denken der Frau. Was heißt denn vorgangsorientiertes Denken der Frau? Also, wenn ein Mann auf die Jagd geht und dann heimkommt, sagt er der Frau, ich war auf der Jagd, habe einen Bock geschossen, er liegt in der Küche, kannst du ihn bitte herrichten, dass wir irgendwann einen dicken Braten davon haben können. Wenn eine Frau auf die Jagd gehen würde, würde sie so kurz über diesen Vorgang nicht reden, sondern ich mache jetzt einen Scherz, sondern sie würde sagen, also, Schätzchen, ich wollte heute auf die Jagd gehen, da habe ich mir erstmal überlegt, was für ein Kostüm ziehe ich an, mein schönes Lederkostüm, mein grünes oder lieber den Hosenrock.
Und ja, und als ich diese Entscheidung also gefällt hatte, hatte ich mich also für den Hosenrock entschieden. Ja, dann habe ich mein Gewehr gesucht und das Fernglas und dann bin ich in die Luft gegangen und habe erstmal geguckt, wo der Wind herkommt und dann bin ich in den Wald gefahren und dann habe ich diesen Duft genossen und die Vögel haben gezwitschert, es war wunderbar und so weiter und so fort. Also eine Frau, wenn sie etwas erzählt, kommt sie nicht zum Punkt, zur Lösung, zum Ergebnis, wie ein Mann, sondern sie erzählt jede Einzelheit ihrer Wahrnehmung. Und das hat mit ihrer intuitiven Wahrnehmung zu tun. Eine Frau, wenn die so etwas erlebt wie eine Jagd, empfindet viel mehr wie ein Mann. Sie nimmt jeden Duft wahr, jedes Ereignis ist für sie wichtig. Und das will sie ihrem Mann erzählen. Das gehört gerade zu ihrer Wesenseigenschaft, dass sie jede Einzelheit hier erzählt. Gibt es so eine Untersuchung, wenn eine Frau redet, dann braucht sie zum Beispiel 7000 Worte. Und in dieser Zeit, wo eine Frau 7000 Worte braucht, braucht ein Mann 2000 Worte. Das heißt, eine Frau redet 3,5-mal so viel wie ein Mann in der Regel. Das ist aber ein Bedürfnis für sie. Sie will ihre intuitive Wahrnehmung, die ja viel reicher ist als die des Mannes, mitteilen. Das heißt, die Wissenschaftler haben sich gefragt, wie muss ich denn eine Frau behandeln, damit sie glücklich wird? Wie muss ich eine Frau behandeln, dass eine Frau wirklich glücklich wird? Dann haben sie festgestellt, ein Mann kann eine Frau glücklich machen, wenn er sie zum Reden bringt. Gut, also seitdem ich das weiß, setze ich mich ab und zu hin beim Glas Wasser oder beim Glas Wein und setze mich zu meiner Frau und sage, Schätzchen, wie geht's dir? Und dann guckt meine Frau mich erstaunt an. Ja, du willst wissen, wie es mir geht. Ja, das kann ich dir erklären. Und dann erklärt sie mir alles. Die Kinder, der Haushalt, die Schule, der Garten. Und ich sage immer nur, wow, du Arme. Ach, das tut mir aber leid. Wie grauenvoll. Wie schön, fabelhaft. Ich vermeide die Probleme, die sie schildert, ihr einen Lösungsvorschlag zu machen. Das ist nämlich das Letzte, was sie will. Warum ärgert sich eine Frau, wenn wir Männer immer gleich mit der Lösung des Problems daherkommen? Weil wir dadurch das Verbalisierungsbedürfnis der Frau abbrechen. Wenn die Lösung da ist, dann kann ja eine Frau nicht mehr über das Thema reden. Sie will es aber beschreiben. Sie will darüber reden. Und wenn sie nicht mehr darüber reden kann, wird sie unglücklich. Weil sie dann mit ihrer ganzen intuitiven Gefühlswelt alleine gelassen ist. Also, das Schlimmste, was ein Mann machen kann, ist, die Frau nicht zum Reden zu bringen. Haben dich die Wissenschaftler gefragt, wie lösen denn Männer Probleme und wie lösen Frauen Probleme? Geforscht, festgestellt, Männer lösen die Probleme, indem sie die Probleme lösen. Jetzt gibt es natürlich auch Frauen, die Probleme lösen, indem sie die Probleme lösen. Gar keine Frage. Frauen lösen sehr viele Probleme. Aber sie haben festgestellt, eine Frau löst sehr gerne einen Teil ihrer Probleme durch die Verbalisierung des Problems. Das heißt, wenn eine Frau in der Lage ist, ihrem Mann ihre ganzen Probleme zu schildern, dann ist die Schilderung schon die Problemlösung für die Frau. Also wenn ich meiner Frau eine Stunde lang zugehört habe und sie mir alles erzählt hat, was in ihrem Herzen vorgeht und was sie so erlebt hat und wo sie Stress hat, und ich sie nach dieser Schilderung frage, Schatzi, wie geht's dir denn jetzt?
Dann sagt sie mir, ja, jetzt geht es mir besser. Und dann sage ich, warum? Ja, wir haben ja drüber geredet. Sehen Sie, eine Frau erwartet, wenn sie ihrem Mann ihre Probleme schildert, dass der Mann die Probleme erstmal versteht und dann aber auch löst. Und dann ist sie glücklich, wenn sie ihre Sicht der Dinge ihrem Mann mitteilen konnte. So, wie kann denn nun eine Frau einen Mann glücklich machen? Oder was muss eine Frau tun, damit der Mann unglücklich wird? Dann haben die Wissenschaftler festgestellt, der Mann hat ein ausgeprägtes Ehrbedürfnis. Also Sie kennen das ja vielleicht vom Vereinsleben in Deutschland. Wenn ein Mann 10 Jahre im Musikverein ist, was kriegt er dann? Die 10-jährige Ordensspange. Also ein Mann freut sich wahnsinnig, wenn er geehrt wird, wenn er anerkannt wird, wenn er einen Orden bekommt. Für eine Frau ist Anerkennung auch wichtig, aber nicht so wichtig. Für einen Mann ist das wahnsinnig wichtig. Also das Schlimmste, was eine Frau machen kann, ist den Mann runtermachen, ihn kritisieren, ihm widersprechen, ihn anzunörgeln und ihm die Ehre zu verweigern, die Anerkennung zu verweigern. Dann haben die Wissenschaftler sich gefragt, ja, wie kann sich dann eine Frau noch bei ihrem Mann bemerkbar machen, wenn sie ihn nicht kritisieren darf, ihn nicht annörgeln darf, ihm nicht widersprechen darf, ihn nicht runtermachen darf. Wie kann eine Frau sich dann noch beim Mann bemerkbar machen? Und dann haben die Wissenschaftler festgestellt, eine Frau kann wunderbaren Zugang zu ihrem Mann bekommen, wenn sie sich als Beraterin des Mannes positioniert. Wenn eine Frau sich als Beraterin des Mannes positioniert, dann hört der Mann zu und fühlt sich in seiner männlichen Ehre gestärkt. Ich habe eine Beraterin als Frau. Ja, und ein Rat hört sich ein Mann normalerweise gerne an. Aber eine Kritik gar nicht. Das findet er furchtbar. Da flüchtet er. Eine Frau, die ihren Mann kritisiert, ihn anmacht, runtermacht, das ist das Schlimmste, was eine Frau machen kann. Zum Beispiel das berühmte Beispiel Diana, Prinzessin von Wales und Prinz Charles. Die Diana hat öffentlich im Fernsehen erklärt, dass Prinz Charles als Thronfolger ungeeignet ist. Das ist das Schlimmste, was eine Frau machen kann. Und dass er die dann nicht mehr haben wollte und lieber mit seiner Camilla jetzt darum macht, das ist einfach nachvollziehbar. Die Camilla sagt dem Prinz Charles wahrscheinlich jeden Tag, Charles, du bist ein großer Held. Und wenn ein Mann das hört, dann sagt er zu seiner Frau, und du bist eine wunderschöne Frau. Auch wenn sie alt und runzlig ist, so ist ganz egal. Aber wenn eine Frau ihren Mann anerkennt, dann ist er in den Augen des Mannes, ist sie in den Augen des Mannes eine wunderschöne Frau. Probieren Sie es mal aus. Ja, und weil nun die Frau diese intuitive Wahrnehmung hat und das doppelte Erkenntnisfähigkeit des Mannes hat, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass ein Mann auf seine Frau auch hinhört. Ich tue hier die ideale Welt verkünden. Ich sage Ihnen, wie der Herrgott Mann und Frau gebaut hat und wie man sich normalerweise, idealerweise verhalten sollte. Ich weiß auch, dass es in der Realität alles furchtbar viel schwieriger ist. Aber was ich hier Ihnen rüberbringen will, ist eine Guideline, damit Sie die Technik wissen, wie ich einen Mann oder wie ich eine Frau behandle, damit der jeweils andere glücklich wird. Also, die Wissenschaftler haben gesagt, die Frauen müssen ihren Männern die Letztentscheidung überlassen. Das gehört zur Ehre des Mannes. Der Mann soll der Führer sein. Das passt auch zu seinem
Denkvermögen. Er denkt entscheidungsorientiert. Also wenn die Frauen dem Mann die Entscheidung überlassen, dann lassen sie den Mann etwas tun, was er von seiner Natur gut kann, Entscheidungen fällen. Frauen tun sich furchtbar schwer mit Entscheidungen. Aber Frauen entspüren, hier kommt eine Gefahr und dort ist eine Gefahr und nur hier geht's durch. Also eine Frau spürt, wo schwierige Situationen sind. Und der Mann muss deswegen hinhören, bevor er eine Entscheidung fällt, auf die intuitive Wahrnehmung seiner Frau. Seitdem ich das weiß, mache ich nichts mehr gegen die intuitive Wahrnehmung meiner Frau. Wenn ich ein großes Geschäft mache oder mit einem neuen Geschäftspartner mich einlasse, lade ich den immer zu meiner Frau ein und sage, Schätzchen, trink doch mal eine Tasse Tee mit uns und schau dir diesen Mann an. Und nach dieser Teeveranstaltung frage ich meine Frau, du, was hältst du denn von dem? Und dann sagt meine Frau, der ist in Ordnung, mit dem kannst du was machen. Oder sie sagt, du, das ist ein krummer Hund, mit dem würde ich nichts machen. Und ich habe also so und so oft das ausprobiert, wenn ich mit dem krummen Hund dann doch was gemacht habe, bin ich prompt betrogen worden. Und wenn ich mit dem anderen was gemacht habe, ist es gut gegangen. Also Frauen spüren so etwas. Und weil sie diese Fähigkeiten haben, sollten wir Männer klug sein und unsere Frauen fragen und eigentlich nichts machen gegen den Willen unserer Frau. Ich mache gar nichts mehr gegen den Willen meiner Frau. Gut, ich habe meine eigenen Meinungen und ich berede die Dinge jetzt mit meiner Frau und mache ihr Vorschläge. Aber wenn meine Frau radikal gegen was ist, dann mache ich es nicht mehr. So, und der Heilige Geist hat das, glaube ich, auch ganz gerne, dass so jemand wie ich und, glaube ich, alle Männer oder alle Menschen nicht nur ihr Ich durchsetzen, sondern hinhören auf den Partner, der von der Natur und von Gott ihnen zur Seite gestellt ist, dass man auf den hinhört und ihm dadurch Anteil schenkt an dem eigenen Leben, an den eigenen Problemen, die ja die gemeinsamen Probleme sind. Ich kenne einen jungen Bauunternehmer, der baute ein Haus und die Frau war dagegen. Der Auftraggeber war der beste Freund von dem Bauunternehmer. Und er sagte, bau mir doch ein Doppelhaus. Und die Frau sagte, du, ich habe kein gutes Gefühl, mach's nicht. Und der Mann sagt, nein, liebe Frau, halt dich da raus, du hast doch keine Ahnung, was hier Männer entscheiden und das ist mein bester Freund und ich selbstverständlich baue ich das Haus. Dann baut er das Haus, dann bat er seinen Freund um eine Abschlagszahlung und dann sagt er, bau mal weiter, die Abschlagszahlung kriegst du schon, das Haus war fertig. Der Freund hatte das ganze Haus mit Grundschulden für die Bank vollgekleistert, er hatte gar kein Pfennig Geld. Das Haus gehörte der Bank und der junge Bauunternehmer ging pleite. Und dann kam er zu mir und hat sich ausgeheult und seine Frau war mittlerweile fremdgegangen und dann habe ich beide zu mir bestellt und dann habe ich gesagt, du Idiot, der Heilige Geist wollte dich von diesem Betrüger bewahren und hat dir durch deine Frau gesagt, dass du dieses Haus nicht bauen sollst und du hast nicht hingehört. Und der Frau habe ich gesagt, Du hast mal deinem Mann die Ehe versprochen, in guten und in schlechten Tagen. Jetzt muss dein Mann die Insolvenz anmelden. Jetzt geh nicht fremd, sondern denk an deine beiden Kinder und vergib deinem Mann und komm zurück. Ja, und haben die sich gegenseitig vergeben und sind wieder zusammengekommen und sind heute eine glückliche Familie und eine dicke Erfahrung reicher. Aber Sie, liebe Zuschauer, haben jetzt doch einiges vom Wesen des Mannes und dem Wesen der Frau mitbekommen und vielleicht können Sie mal den ein oder anderen Fehler vermeiden. Wenn man sich eben ein bisschen informiert über das Wesen von Mann und Frau, dann kann man Fehler vermeiden, Ehen retten und das Glück der Kinder vermehren. Darum geht's ja und deswegen setzen wir uns ein. Mensch, erkenne dich selbst, damit du zur Wahrheit findest. Wir sind nicht das Produkt unserer Erziehung, sondern Gott, der Schöpfer, hat in uns
Wesenseigenschaften hineingelegt, die er für wichtig fand und die total unterschiedlich sind, aber im Zusammenarbeiten was Wunderbares geben, nämlich eine christliche, glückliche Familie. Dass sie eine gute Familie bilden und wenn es mal gekracht hat, durch Vergebung auch wieder zusammenfinden, das wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer. Alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Grüß Gott, liebe Zuschauer von KTV. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin und möchte mit Ihnen heute mich unterhalten über das Thema das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau. Ich bin der Meinung, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil als erstes haben die Wissenschaftler sich gefragt, wie erkennt ein Mann und wie erkennt eine Frau? Da haben sie also geforscht, festgestellt, der Mann erkennt logisch. 1 und 1 ist 2, versteht jeder Mann. Dann haben sie die Frauen untersucht. Wie erkennen denn Frauen? Da haben sie festgestellt, Frauen erkennen auch logisch. Ein Thema. Johannes Paul II. Hat mal gesagt, Mensch, erkenne dich selbst und du wirst zur Wahrheit finden. Also wir wollen uns jetzt mal darüber unterhalten, wer sind wir eigentlich? Was ist das Wesen des Mannes und was ist das Wesen der Frau? Amerikanische Psychologen haben sich darüber Gedanken gemacht und viele Bücher geschrieben. Ich will Ihnen die Essenz dieser wissenschaftlichen Untersuchungen mal mitteilen. 1 und 1 ist 2, das versteht auch eine Frau. Aber zusätzlich zu dieser logischen Erkenntnisfähigkeit haben die Frauen eine intuitive Erkenntnisfähigkeit. Frauen können also etwas fühlen, sie können etwas erahnen, was um sie hervorgeht und das ist uns Männern in der Regel verborgen. Natürlich gibt es in unserer Zeit sich so viele Menschen schwer miteinander tun, so viele Scheidungen laufen und so viele Familien sich auflösen. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Wesen der Frau und was ist das Wesen des Mannes? Wie muss ich mit einer Frau umgehen, dass sie glücklich wird? Und wie muss ich mit einem Mann umgehen, dass auch er glücklich wird? Also ein wichtiges Thema.